Letztes Mal waren die Filme dran, heute sind die Comics dran, nämlich 6 an der Zahl im Nerdcheck. Wie sie sind, top oder flop, das sage ich euch nämlich jetzt. Ja Leute, da beginnen wir auch mit den ersten Comic von 6 Stück an dieser Zahl. Dankeschön nochmal an Panini Comics, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Wie ihr wisst, kostenlose Rezensionsexemplare, deswegen hier Werbung, Werbevideo. Das ist auf jeden Fall ein Comic, der vom Autor Jim Starlin, den Zeichner Alan Davis. Über 100 Seiten ist dieser Comic lang, kostet 13,99 €. Und ja, ist auf jeden Fall der zweite Band dieses gewaltigen Epos mit dem Giganten von Titan aus den Avengers Blockbustern. Ich mach's kurz und knackig, wie immer an diesem Format. Erstmal die Pro-Seite. Dieser Comic ist kurzweilig, ist zu empfehlen für Quereinsteiger und Anfänger, die noch nicht so diesen Plan haben, weil der... Natürlich müsst ihr den ersten Band haben, sonst seid ihr ein bisschen konfus und steigt da gar nicht rein. Die Panels waren gut, ganz gut von der Größe, auch für die Schriftart. Contra, muss ich sagen, so mir sind Minuspunkte. Der Zeichenstil ist solide und manchmal ein bisschen zäh. Ansonsten geht das Ding wirklich total in Ordnung. Ihr habt ja so ein bisschen natürlich ja auch Bilder gesehen, wie der aussieht, der Comic. Ja, und ist, wenn man so ein bisschen überlegt, mit diesem Thema auch ja Zeitreisen, was natürlich auch in den MCU-Filmen drin vorspielt, jetzt in diesen Avengers Endgame, dann ist das natürlich cool gemacht. Und ein, ja, kommen noch mal ein paar Leute vor, so gerade Kang the Conqueror, der Eroberer, der könnte ja vielleicht auch ein, ja, oder Adam Warlock ist jetzt hier dabei, könnte vielleicht eine Rolle spielen und da bin ich einfach mal mega gespannt, wie das da weitergeht. Und hier, wie gesagt, diesen Comic könnte ich eine 6,5 von 10 geben. Dann habe ich jetzt hier den ersten, das erste Comic-Heft in der Hand von Tom King, den, ja, den Star-Autor, sag ich mal, in diesem DC-Bereich, der wirklich gute Sachen schreibt als Autor. Und das ist Heroes in Crisis, ein Event, was 5 Comic-Hefte vereinen wird. Und ja, ihr müsst vorstellen, die Zeichnungen wurden auch von Alan Davis gemacht, den wir auch bei Thanos den Infinity-Konflikt haben. Wobei, hier muss ich sagen, finde ich den Zeichenstil besser. Das Ding ist auch von der Story her richtig gut gemacht, so ein bisschen bedrückend. Auch dann dieser Twist und so weiter, macht einfach Bock auf mehr. Contra, was kann man da vielleicht sagen? Für Anfänger vielleicht ein bisschen zu schwierig, weil es ja auch sehr viele Figuren gibt, die man nicht kennt. Ich kann nicht mal selber alle, weil ich eher auf Marvel spezialisiert bin. Und man sagt, vom Anfang bis Ende ein sehr guter Comic, der Spaß macht, natürlich schnell durch ist, ist klar, und Bock auf Teil 2 macht, der ja bald rauskommt im Juli. Und den kann ich wirklich empfehlen. 4,99 €, 60 Seiten lang. Und deshalb gibt es von mir eine 9 von 10. Dann beginnt ja bald am 4. Juli nämlich der Mystery Hit, die Serie Stranger Things. Und es ist jetzt bei Panini Comics, ist nämlich jetzt das offizielle Comic-Heft dazu herausgekommen, wie ihr sehen könnt. Es begleitet die Story um Will. Was ich muss sagen, wo ich sagen muss, klar für Pro, sehr viel Fanservice, Zeichenstil, Tusche, richtig geiles Teil, wie ihr hier sehen könnt. Richtig nice, also das hat mir wirklich Spaß bereitet, überhaupt das bisschen zu sehen, auch die Panels und weiter. Contra, wer nicht so der Fan ist oder auch vielleicht auch gelangweilt ist, weil er die Story schon kennt und so weiter, es könnte so eher ein bisschen als Recap gesehen werden, also lässt vielleicht die Finger davon, aber für 15 € macht man eigentlich nicht viel falsch. Ist ein solides Ding, sag ich mal. Überhaupt mal froh zu sein, dass man sowas hier auf den Markt bekommt, weil das ja auch ein Netflix-Merchandise-Produkt ist, sag ich mal, was die da zusammen gemacht haben. Und ja, ich muss sagen, eine 6,5 von 10. Dann habe ich hier ein richtig geiles Teil. Wirklich. Also, ich bin begeistert und ich sag auch mal euch mal kurz, worum es hier überhaupt geht. Ja, dieser Sammelband im Albumformat zelebriert die Liebe zwischen Batman und Catwoman mit einer Zeitreise durch ihre Vergangenheit, der Geschichte vom großen Tag ihrer Hochzeit und einer gefühlvollen Story über ihr Eheglück. Ein Meilenstein für Fans, Sammler und Comic-Touristen mit hochkarätigen Gastkünstlern und reichlichen Bonusmaterialien. Ja, ganz ehrlich Leute, da sind wirklich viele Künstler bei, unter anderem Michael Lark, Michael Johnny. Und Autor ist natürlich Tom King. Und da habt ihr auch gemerkt, Heroes in Crisis und hier auch die Pro-Seite, einfach die Zeichnungen, die Story ist so geil. Ihr geht einfach mit und oh, denkt, Alter, was geht denn jetzt ab? Warum macht er denn das jetzt? Und das ist hier so ein bisschen drin, weil es auch ziemlich kurzweilig ist, das hier. Aber da ist natürlich mega viel Bonusmaterial drin, Fanservice,
schön gezeichnet einfach. Ja, vielleicht nicht für jeden Anfänger oder so geeignet. Also ich sage, für 29 Euro hole ich dieses Ding, weil das hat 116 Seiten. Für in der Vitrine, sage ich mal, als Batman-Fan oder so weiter oder DC-Comic-Fan, dann muss man sich das auf jeden Fall eigentlich mal gönnen. Ach ja, und dafür gibt es natürlich eine 8,5 von 10. Dann kommen wir nämlich fast zum Ende, nämlich zum fünften Band, und das ist nämlich Batman, die Pforten von Gotham. Ja, das muss ich sagen, ist ein sehr cooles Comic eigentlich gewesen, mit einem gewöhnungsbedürftigen Zeichenstil, so ein bisschen, der auch ein bisschen das Manko hat, also ein bisschen Richtung Disney, sag ich mal, eine Art. Und ja, Zeichner ist auf jeden Fall, ja, Trevor McCarthy, Graham Nolan und viele mehr. Autor Scott Snyder, Carl Higgins. Die Neuausgabe des Geniestreichs von Batman, Bestsellerautor Scott Snyder und Gotham City vor einer Explosion, Fiasko zu bewahren, müssen Batman, Robin, Red Robin und Black Bat ein Geheimnis ergründen, das so alt ist wie Gotham selbst. Es reicht zurück bis zum Vermächtnis der angesehenen Gründerfamilien Wayne, Elliot und Cobblepot. Die hochgelobte Miniserie als überarbeitete Neuausgabe. Ja, muss ich auch sehr ehrlich sagen, hat so eine coole Story, hat einen coolen Look, sag ich mal, eigentlich so weiter mit den Charakteren. Kontra, wie gesagt, einmal der Zeichenstil, der teilweise ein bisschen manchmal so an die Richtung, ja, Disney ein bisschen erinnert, so ein bisschen, ja, ne. Wobei, ich fand auch ein bisschen, dass nicht immer alles bedrückend war. Es hüllte das so ein bisschen, aber es war mal eine andere Story, weil Batman nicht da so, also Batman, klar, das ist natürlich, Dick Grayson in diesem Fall, aber dass natürlich ein Bruce Wayne nicht im Fokus stand, das fand ich mal eine gute Sache, und ja, den Comic kann ich euch echt empfehlen, und deshalb gibt es auch von mir eine 7,5 von 10, wenn es auch nicht immer für alle Anfänger ist, sag ich mal, und ein bisschen vorausschaubar ist, geht das Ding trotzdem völlig in Ordnung. Eigentlich ein Muss für jeden, sag ich mal, nämlich diese neue Serie von Panini. Das sind nämlich einmal 80 Jahre Marvel, die 1960er, wo dann Spider-Man immer eingeführt wurde, war er erst ein Gegner, so ein bisschen gegen die Avengers, und das wird hier auch noch ein bisschen erklärt, weil ihr habt wirklich alles drin, sei Stories von Strange Tales, Annual, Avengers, Daredevil, X-Men, Fantastic Four und Material aus ASM und Fantastic Four und bla bla bla. Ihr merkt schon, da ist alles drin, von Legenden von Stan Lee, Steve Ditko, Jack Kirby, alles ist dabei, wie ihr merkt. Also richtig geiles Teil. Also hat 260 Seiten, 26 Euro kostet das Ding, sag ich mal. Und Aufbruch in eine neue Zeit mit dem dritten Band der Reihe 80 Jahre Marvel. Sieht, wie das Marvel-Universum in den 60ern seinen Ursprung fand und welche entscheidende Rolle Spider-Man und die Team-Ups mit der Fackel und Daredevil dabei spielten. Außerdem Stories mit Doctor Strange, dem Hulk, den Avengers und den X-Men. Ich muss sagen, das ist ein Muss für jeden Comic-Fan oder der es werden will, weil da könnt ihr einfach voll einsteigen. Das ist ja nicht so schwierig und das ist einfach Nostalgie-Faktor. Da habt ihr mal so ein bisschen den Überblick bekommen, was Panini letzte Zeit rausgebracht hatte. Die könnt ihr natürlich auch alle kaufen. Links, so einen kleinen Link habe ich unten mal alles eingestellt. Hoffe ich mal, dass ich das gemacht habe. Oder ihr fragt mich einfach oder guckt selber auch im Panini-Shop. Auf jeden Fall nochmal Dankeschön an diese Rezensionsexemplare von Panini. Ihr seid einfach Ehrenmänner. Und ja, wenn ihr nicht auf der CCXP... was ist heute los hier? Wenn ihr nicht auf der CCXP wart, dann, ja, seht ihr die wahrscheinlich nächstes Mal auf irgendwelchen Comic-Cons, sag ich mal, oder Comic-Salons oder so weiter. Geht einfach da mal hin und grüßt mal den Steffen von mir. Ja, auf jeden Fall, lasst gerne hier ein Like da, lasst ein Abo hier, und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!